kann dir helfen, deine Potenz zu steigern. Nenn mich Viagra. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch darüber reden, wie ich das erste Mal Viagra genommen habe. Ja, ihr hört ganz richtig, wie ich das erste Mal Viagra genommen habe, denn ich habe nicht das Viagra, wie man es kennt, in chemischer Form als Sildenafil genommen, sondern ich habe ein pflanzliches Extrakt genommen aus dem Ginkgo-Gewächs. Das sah dann ungefähr so aus, das ist jetzt schon leer, wie gesagt, ist gebraucht. Hatte die Potenz, die Lust bei mir natürlich ein bisschen gesteigert. Da ist Ginseng und Ginkgo und andere tolle pflanzliche Materialien drin. Und mein Partner hat es auch genommen. Es hat nicht so die krasse gleiche Wirkung wie Viagra, aber es kommt dem schon ziemlich nah. Also bei mir war die Lust brutal gesteigert. Und bei ihm hat es zumindest dafür geführt, dass wie auch Viagra die gleiche Wirkung hat, die Potenz einfach länger angehalten hat. Woher kommt eigentlich Viagra und was ist das eigentlich? Also Viagra wurde eigentlich durch einen Zufall entdeckt, und zwar bei der Forschung von Herzkrankheiten. Es sollte dazu führen, dass die Herzkrankengefäße sich wieder erweitern, sprich eine Dilatation sollte stattfinden. Durch diesen Zufall wurde dann der Wirkstoff Sildenafil eingesetzt, um eine elektive Dysfunktion, sprich auf gut Deutsch, eine Erektionsstörung zu beheben. Und ich glaube, seit 1998 ist das Präparat jetzt auf dem Markt und wird, ja, für genau diesen Zweck eingesetzt, um diese Potenzstörung im Bett zu beheben. Aber so wie ihr das jetzt aus den Filmen kennt, dass man eine Tablette Viagra einschmeißt und dann 5 Stunden einen Dauerständer hat und wie es in den Filmen immer so lustig ist, irgendwie durchs Büro läuft oder noch irgendwie auf die Straße geht, die Tür wird geöffnet und dann wird man ertappt mit einer riesen Latte in der Hose. Und man kriegt sie einfach irgendwie nicht weg und die Hose ist drüber und beult sich aus und wie auch immer, ist es gar nicht. Denn diese Erektion findet nur statt, wenn man einen sexuellen Anreiz hat. Das heißt, auch wenn man jetzt eine Tablette Viagra einschmeißt, kann auch einfach gar nichts passieren, wenn man halt diese sexuelle Stimulation nicht hat. In der Regel ist es dann so, wenn man eine Viagra nimmt und diese sexuelle Stimulation hat, dann kann es von bis halten. Also ich glaube, das Maximale der Langzeitdauer sind 5 Stunden. Das ist natürlich schon richtig gut, um Spaß zu haben, 5 Stunden. Und Minimum ist, glaube ich, so ungefähr eine Dreiviertel bis eine Stunde. So, aber zurück zum eigentlichen Thema. Meine persönliche Erfahrung mit Viagra, nicht meine, sondern natürlich die der männlichen Person. Ich habe 2 Erfahrungsbeispiele, ein positives und ein negatives. Und es kann wirklich in beide Richtungen schießen und wird auch oft davor gewarnt. Deswegen nenne ich einfach das negative Beispiel zuerst. Und zwar kann Viagra ja nicht nur dazu führen, dass sich die Blutgefäße erweitern, sondern sprich, wenn man halt weiter darüber nachdenkt, erweitern sich die Blutgefäße halt auch überall. Das heißt, im Kopf, es kann dazu führen, dass man Errötungen hat und Kopfschmerzen, dass man Übelkeit verspürt und bis zum Erbrechen sogar. Also es kann voll nach hinten losgehen, wenn man die Tablette nicht richtig verträgt. Und genau den Fall hatte ich einmal. Und das war damals mit meinem Ex-Freund. Da haben wir gedacht, ganz neues Gebiet irgendwie, auf das man sich begibt. Und man probiert es einfach mal aus. Vielleicht war er auch noch ein bisschen aufgeregt dazu. Und dann kam so diese Kopfgeschichte dazu, dass man sich so reingesteigert hat. Und dann ging das Ganze echt voll in die Hose. Also da war überhaupt nichts mit an Sex zu denken. Das Thema war total beendet auf einmal. Wir haben eher darüber nachgedacht, in die Notaufnahme zu fahren. Und ja, und wir wussten damals natürlich noch gar nicht so, dass das von alleine auch wieder abschlafft nach einer halben Stunde, Stunde, wenn man jetzt nichts macht. Aber es war in dem Moment einfach ein bisschen erschreckend. Beispiel Nummer 2 hingegen war schon auch des Öfteren jetzt passiert, sehr positiv. Also man kann natürlich eine Viagra verwenden, wie ich es vorhin beschrieben habe, um halt eine Erektionsstörung aus dem Weg zu schaffen oder um einfach schön lange ausgiebig Spaß zu haben. Und genau das war natürlich auch der Fall. Also ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die Potenzsteigerung geholfen.
Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Wenn ihr euch traut und immer wieder so mutig und offenherzig seid, wie ich es bin, schreibt gerne in die Kommentare eure Erfahrungen mit dieser kleinen blauen Wunderpille rein. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst mir natürlich ein Like da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald. Bye, bye.